Papier. Aber wir haben das einen Zahnrad da übersehen. Das finde ich zum Kotzen. Ich muss nochmal zurückgehen. Ja, die SpongeBob-Berge da hinten sind schon ganz schön verwirrend, ja. Das ist komisch, ne? Hier, die Erde läuft aus. What? Ja, hier, da drüben, da. Ach so, ja. Ach da. Sollte uns das Gedanken machen. Das ist eine politische Message über Erderwärmung und Erosion. Die Erde läuft aus. Wir haben nur diesen einen Planeten. Serious Kirby. Kirby in den Kirby-Kommentar. Holy Gott. Fuck. Elektro-Kirby. Es ist Electrosonic the Kirby Hedgehog. Komm nicht hinterher, wartet auf mich. Ja, du wirst doch immer nachgebrochen. Ja, aber... Wir brauchen nicht, dass du mitkommst. Okay, dann lass ich's halt. Sieht so toll aus, wenn er so sich aufbläst und du noch hinten dranhängst. Auch das schon wieder. Solange du mich nicht einsaugst. Oh nein! Ja, aber ich habe in den letzten Jahren, ich versuche jetzt gerade mal... Du musst wieder was drücken, Dani. Danis Fail. Nein! Ah, jetzt bist du Yellow Kirby. Oh. Und bist direkt wieder runtergefallen. Oh Mann, oh Mann. Sorry, Leute. Also ich versuche gerade Danis mehrmaliges Fail hier zu überdecken. Du musst wieder was drücken, dann. Mit einer Anekdote, indem ich sage, dass ich in den letzten Jahren wirklich auf den Geschmack gekommen bin von diesen... Wartet mal, ich mach das mal kaputt. So. Also ein Leben ist, wenn dann wirklich... Die teilen wir uns alle. Ja, genau. Wenn man hier runterfällt. Zum Beispiel. Don't do it. Oh Gott, die ganze Kleinfamilie. Ich bin... Trag dich, trag Leo! Mich, trag mich! Danke. Vor allem, ich frag mich, Flammen. Dani, wenn du den jetzt mal einsaugst... Wie saug ich den ein? Mit eins. Und dann... Nicht mich. Und dann... Kirbyception. Nach unten drucken. Ja, okay. Also wenn du einen anderen Kirby nimmst, dann kannst du auch die Fähigkeit... Ja, sollte ich mal sterben, kann ich das vielleicht auch mal probieren. Nee, ich bin in den letzten Jahren wirklich auf den Geschmack gekommen von diesen Koop-Plattformern. Und Rayman Origins ist eine der coolsten Spielerfahrungen der letzten Jahre für mich gewesen, weil ich mit ein paar Freunden gespielt habe. Und das ist ein extrem cooles Jump'n'Run. Ja. Das ist wirklich so awesome. Ich freue mich auch sehr auf Legends. Vor allem 120 fucking Level, Alter. Yay. Und davon alles Musik. Hier ist irgendwo ein Schlüssel. Na toll. Oh Mann, ich will wieder Mega Knight sein. Mann, wie hübsch der Hintergrund ist. Der ist Meta Knight um Himmels willen. Dani. Verzeih mir. Nein. Oder auch nicht. Ja, hier. Die Comment-Sektion wird... Lass mal nochmal zurück. Oh mein Gott, die Frau da hat gerade... Frauen halt, gell? Ja, Frauen halt. Keine Ahnung. Keine Ahnung von Kirby. Oh. Get Sag your Kirby-Lore straight, Mann. Check your Kirby-Lore. Das ist das Unwürdigste, was ich hier gesehen habe. Ein fetter Pinguin und zwei Marshmallows fliegen durch die Luft, indem sie sich aufpumpen. Wie setze ich nochmal die Spezialfähigkeit ein? Immer eins. Beziehungsweise diese nicht. Diese ganz special Fähigkeiten macht man mit Minus, aber die haben nicht alle. Alle Fähigkeiten. Frag mich, man kann auch. Man kann auch so ein Waddle Dee mit Mütze spielen, oder? Ja, ich glaube schon. Frag mich, was der kann. Ich meine, das ist erst Waddle Dee. Die können per Definition eigentlich sterben überhaupt nichts. Ach so, ja, Stacheln. Wie wärst du mit reinspringen, Leo? Nein. Yay. Also 6 Leben haben wir noch, genau. Oh, guck mal, ja, da unten. Tötet ihn! Los! Oh mein Gott! Schnell! Kill it with fire! Oder mit irgendwas anderem. Wir müssen ihn abfangen. Oh, war das gerade drollig. War so ein kleines... Oh Mann. Ich sag lieber nichts mehr. Ich sag jetzt nichts mehr. Es ist gleich vorbei. Ich weiß... Oh Gott, was? Da! Stopp! Wie sicher da raufstimmt. Yay! Hey! Lass mal den in die Richtung zurücktragen oder weiter? Ich hab's ehrlich gesagt nicht, da hier ein Pfeil nach rechts ist und wir da nicht runterkommen. Ich hab den Schlüssel, Leute! Folgt mir! Obviously. No shit, Shadow. Yay! Energy Spheres sind das also, ja? Okay. Ja, obviously. Und da kann man dann... Hast du das nicht erkannt? Fuck you guys. Und da kann man dann irgendwie Waffen freischalten oder sowas. Goal Game. Ach, fuck. Jawohl. Oh ja. Verdammt. Das ist auch so eine schöne Tradition irgendwie, diesen... Die Kirby-Tänze sind auch das Tanz. Beste überhaupt. Nicht mal Kirby, überhaupt. Ja. Auf der ganzen Welt. Ja. Ja. Ich meine, wenn morgen der Weltfrieden eintritt, dann... Wäre der vielleicht auch ganz gut. Aber ansonsten, der wäre nett. Dann wäre es, weil jemand diesen Kirby-Tanz gesehen hat. Dann würde die Welt kollektiv einen Kirby-Tanz aufführen.
Irgendjemand postet das dann auf YouTube. Ja, die Welt, der Weltfrieden wird geschlossen, auf YouTube dokumentiert und damit geht dann auch wieder die Welt unter. Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber müsst ihr erst die Kommentare deaktivieren. What? Was ist denn das für ein komischer Regenbogen im Hintergrund? Go home. Go home. Ah! Oh, Kirby. Nein, nein. Kirby! Warum renne ich denn überhaupt wieder? Ich kann es nicht mal einsammeln. Ich schnetzel hier weiter. Dani, möchtest du vielleicht hier das Essen? Nein, wie auch immer. Dann halt nicht, ne? Was? Hier ist bestimmt da war Essen und du hättest dich heilen können, und weil deine Lebensenergie sehr niedrig ist. Aber ach was. Whatever. Das scheint dir sowieso egal zu sein, weißt du? Ja. Du bist überhaupt keine Mühe und so. Ich habe am Anfang gesagt, ich sacke, und Team, jetzt Mann. Muss ich das auch unter Beweis stellen. Nein, du musst nicht zwangsläufig sagen. Ist okay, darfst, wenn du möchtest, aber musst. Ja, toll. Schön, ne? Der ja, zuerst Tom. Durchrennt. Tom rennt vor und triggert einfach. Verdammt. Aber wenigstens hat Dani jetzt so überlebt. Das ja, ich habe mich dezent im Hintergrund gehalten. Wie immer. Wie Frauen das tun. Das kann man ja bei Kirby schon immer machen. Einfach die kompletten Level überfliegen. Ja, praktisch. Also die Reihe hat ja nicht umsonst den Ruf, ziemlich einfach zu sein. Oh Gott! Leute, folgt mir! Run, Tom, run! Ich weiß, wo es lang geht! Tom, ich bin ein schwer übergewichtiger Pinguin, ich kann dir nicht so schnell folgen. Renn einfach! Ich bin eine fliegende Murmel. Mach ohne mich weiter. Lass mich zurück! Ich halte dich nur auf. Was zählt, ist die Mission, Mann. Für Amerika. What? Kirby für Amerika? So. Okay, das war adrenalintreibend, aufregend. Jetzt habe ich mir zwar alle Items geschnappt, warm. Die da waren. Ich glaube, das könnte am Wetter liegen. Richtig. Ich finde meinen Hammer schon ziemlich cool und so. Aber ich würde jetzt vielleicht auch mal sterben, um Kirby zu sehen. Kannst du vielleicht... Suicide. So... Irgendwas drücken dafür? Nee. Nee. Na, dann... Ist okay. Ich bin nicht... Was? Ah, Schirm. Wir müssen drunter, damit wir nicht getroffen werden. Hat er super geklappt. Fantastisch. Hol dich mal ein Sandwich. Ja, dann Sandwich. Hol dir mal beide Sandwiches. Hab ich schon. Ja, nee. Danke. Kann weil nicht, meine komm Hälfte. Da nicht hoch. Doch. Hätte es eigentlich ewig. Wie viel Regenbogen ist da drin in der Trompete? Auch so eine Frage, die man vielen packt. Ja. Also, yay, hey, Double Rainbow Trumpet. Yeah. So intense. What? Ja, ach, bleib doch hängen, Dani. Lass mich sterben. Ist in Ordnung. Doppelsprung. Gedrückt halten. Nee, gedrückt halten. Einfach, dann springst du. Genau. Dani spielt zum ersten Mal einen Jump Run. Dani spielt ja, fast. Zum ersten Mal irgendwas, weißt du. Hä? Was sind das für Knöpfe hier? Kann ich damit nicht springen? Ah, doch. Doi. Ich hol uns schnell das Ding hier. Dani ist wieder fernab der Action. Natürlich. Wo auch sonst. Kundschaft für die Lage aus. Ich mochte Kirby auch immer ganz gerne. Und zum Beispiel Epic Yarn fand ich halt super niedlich. Oh ja. Aber bei Epic Yarn zum Beispiel störte mich, dass man die Fähigkeit nicht lernen konnte dagegen. Das fand ich echt schade. Ja, da hat man halt gemerkt, das war eigentlich mal kein Kirby-Game. Ja, ja. Aua. Ich muss den einsaugen. Oh. Jetzt Epic, ne, Super Saiyajin Kirby. Oh Mann, hast du das gerade wirklich ausgespuckt? Ich hab's ausgespuckt. Du bist so ein Horst, es ist unglaublich. Ich wollte die Special machen und hab mich ans Falsche erinnert. Hat's nicht geschmeckt oder woran lag's? Tut mir leid, Leute. Können wir nochmal zurück? Komm, wir machen das nochmal. Vor allem dieses epische Intro, dann dieses Super Saiyajin verwandelt. Ja, ist wieder da. Okay. Dann please. Ich spuck's es einfach wieder aus. Knallhart. Nein. Oh Gott. Holy fuck, was kommt jetzt? Armageddon. Ich rufe dich. Das ist so. Ich dachte, das ist jetzt Armageddon oder so. Leute, ich hab das alles in Kontrolle. No problem, du brennst den Wald nieder, du tötest hilflose Wesen. Ja, das stimmt, jetzt Kirby ist der Bad Guy. Definitiv. Oh! Warte. Endlich! Oh! Verdammt. Ja, jetzt müssen noch so verbrannte Überreste davon bleiben, weißt du? Verkohlte Leichen. Ach, sie kommt immer so kurz über mir. Ich dachte, Leo, du wolltest sterben. Also, virtuell. Was ihr nicht sehen könnt, ist nebenbei sticht sie mir so Nadeln in die Haut. Ich nehme an, die sind mit Botox benetzt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich dachte, du wolltest was gegen deine Falten tun.
gegen deine Falten im Gehirn. Entspann dich. Gleich ist es vorbei. Um mal die Microsoft-Konferenz zu zitieren. Ja. Vor allem, das ging ja immer so weiter bei der Konferenz. Ja, ja. Levies. Oh Gott. Ich denke da jedes Mal irgendwie, jetzt geht gleich eine Zeitreise los oder ja. sowas. Ich denke an den Riss bei Dr. Who in der Wand. Ja, das ist selbstverständlich. Ist die Parallele nicht offensichtlich? Nein. Ah, nur keine das Fantasie. Ist nur in deinem Kopf so. Oh, ich bin gestorbert. So ein oh, Pech. Oh, ich bin gestorben, wo ich doch einen anderen Charakter ausprobieren wollte. So, dann nehme ich mal den Waddle Dee. Oh, er hat einen Speer. Das sieht auch niedlich aus. Es ist der Ninja Waddle Dee. Oh, awesome. Der ist ja voll krass. Guckt euch mal an, ey. Ist einfach mein wichtigste Charakter im Spiel. Jetzt können wir erst richtig spielen, weil wir den Gottverdammt scheiß Waddle Dee. Okay, lösch den Teil von vorhin. Genau. Guckt jetzt egal. Voll geil. Oh, aber das Problem am Waddle Dee ist, er kann nicht fliegen. Nicht? Nee, er kann mehrfach springen, aber... Ich hab euch jetzt einfach... Spuck uns alle aus! Yeah! Das ist awesome. Das ist wirklich cool. Er kann mehrfach springen und er hat super knuffige Animationen und er ist überhaupt extrem süß. Ja. Ich hätte auch... Oh ja. Yeah. Green Kirby. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Charmin King Kirby. Die Charmin. Charmin King. Der ist vier, Duma. Wir müssen ihn besiegen. Oh, er kann doch fliegen, guck mal. Oh, das ist ja geil. Aber geht nicht ewig, ne? Nee, aber lange. Ich mag die Beschreibung dieser Fähigkeit. Lief. Yay! Und er kann genau wie die anderen seinen Kollegen irgendwie auf dem Rücken sitzen und einfach faul durch die Gegend getragen werden. Ja, das mach mal, gell. Super. Ja, Dani, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber deswegen bist du hier. Deswegen haben wir dich heute mit ins Team genommen, damit du uns tragen kannst bei den Spielen. Das war der Grund. Ist ja bis jetzt nicht so aufgegangen, das Konzept, oder? Indeed. Das nächste Mal ladet ihr mich nicht an. Ja, doch. Wir müssen bloß wieder Spiele finden, in denen du uns tragen kannst. Was die Auswahl zugegebenermaßen beschränkt, aber... Ah, das war ja, was. Ja, okay. Ja. Verdammt. Ah, gerade so. Das find ich toll, wenn die sich noch so hochkrabbeln. Genau. Oh. Bis noch so ein Kotzgeräusch dazu kommt. Nimm es! Weiler, du hast gar ein Kotzgeräusch gemacht wie Christopher Walken. I'm like totally sick. Oh, Boss. Oh, 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 oh.